Also, begrüße euch zu unserem Ski- und Schlitteltag. Heute bei schönem Wetter. Super gemacht. Für die Skifahrer. Ihr könnt hier gerade den Lift benutzen. Im Lift dürfen wir nicht Slalom fahren, das ist verboten. Ihr könnt die Anlage kaputt gehen. Zuoberst müssen wir unbedingt durch den letzten Mast durchfahren und erst dann den Bügel wegwerfen. Das ist gerade kurz vor dem Holzbrett, das kommt. Wir haben keine Angst haben, wenn wir zu langsam sind, dürfen wir den Lift abstellen. Aber wir dürfen nicht vorher losbügeln, wenn der Bügel einhängt am Mast, dann geht die Anlage auch kaputt. Dann fahren wir so, fahren, dass wir jederzeit bremsen können. Gilt auch bei den Schlittern. Rücksicht nehmen, aufeinander schauen. Die Anfänger, die sich nicht so trauen, zu Skifahren, die können auch aussteigen vor beim Lift. Hier oben beim Stall, beim dritten Mast könnt ihr aussteigen, aber auch nach dem Mast. Wenn ihr den Bügel loset, dann ist es unten viel flacher als oben. Wir müssen dann nicht über den Steilhang fahren. Die Skipiste zeigt eine auf der linken Seite und eine hier auf der rechten Seite. Runter. Was ihr nie dürft, ist, wenn ihr einmal verfahrt, die Straße überqueren. Wenn ihr auf die Straße runterkommt, dann dürft ihr hier wieder hierher laufen. Ski tragen. Für die Schlittler ist die Piste hier auf dieser Seite. Ihr könnt hier ein bisschen laufen, ganz am Rand bleiben bei den Skipisten. Ihr könnt hier runterfahren, bis ein bisschen unter das Berghaus. Habt ihr dort dieser Netz, dann nicht zu weit gehen. Schauen, dass ihr eure Schlitten festhaltet, dass die nicht vorgehen. Erstens ist es sehr gefährlich, wenn ihr so einen Schlitten allein in die Leute fährt. Und zweitens, die Schlitten, die hier oben ins Doppel vorgehen, die sind nachher auch fort. Die gehen weit runter.